Hallöchen, meine lieben Pokémon-Trainer. Willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot in der Nuzlocke-Variante. So, letztes Mal haben wir die Pokémon-Liga geschafft. Jetzt sind wir nicht dabei, dass wir die Azuria-Höhle machen wollten. Aber Professor Eiches hat sich hier gerade davor eingestellt und fragt uns, wie so ein Pokédex bestellt ist. Darf er ihn sehen? Aha. Du hast dich gefangen. Scheint, du wirst dich wirklich anstrengen. Das musst du ihm nur unbedingt zeigen. Alles klar. Was auch immer. So. Ja, ich habe den Rahmen nicht neu gemacht, weil das hier ist jetzt die letzte Folge. Wir müssen uns heute allerdings von Flowishy verabschieden. Flowishy ist leider im letzten Kampf, ja, leider verstorben. So, jetzt fliegen wir erst einmal nach Azuria City, weil wir in die Azuria-Höhle wollen. Wir dürfen dort nicht nur ein Pokémon fangen, sondern auch zwei Pokémon fangen. Und das zweite Pokémon ist Mewtwo, aka der Ersatz für Mewtwo. Ich hoffe mal, es ist diesmal was Vernünftiges, nicht mehr an welcher den anderen erinnere. Obwohl, wir haben King gefangen als Arktos-Ersatz. So, Flowishy. Danke dir für die Hilfe. Tut mir leid, dass du dann doch, ja, das einzige Opfer der Pokémon-Liga geworden bist, aber naja. Mach's gut. So. Ja. Dagegen ist unser MVP dort immer noch dabei. Ich finde das so Wahnsinn, ey. So, wir tauschen mal die Pokémon aus. King hat auch so gut wie gar nichts gemacht. Der hat Zumpex alle fertig gemacht, nachdem Zumpex Flowishy platt gemacht hat. So, wir begeben uns jetzt in die Azuria-Höhle. So, zack, zack. Ich bin sehr gespannt, was der Ersatz für Mewtwo sein wird. Wenn ich mich daran erinnere, wer war das? War das Lavados oder Zapdos? Ne, es war Lavados, ne? Lavados, wo du plötzlich einen Smogon vor dir hattest. Ey, du, mach mal Platz da. Bin ich. Hallo, ich bin Liga-Champ. Hä? Oder muss ich erstmal mit Professor Eich reden? Professor Eich, der lässt mich nicht in die Höhle rein. Hä? Okay. Professor Eich. Ja. Wie komme ich jetzt in die Azuria-Höhle? Hä? Wie zum Teufel komme ich jetzt in die Azuria City Höhle rein? Hallo? Sorry, ich muss das aber ganz kurz. Das google ich jetzt mal. Denn bei mir jetzt. Hä? Pokémon Feuerrot Azuria Höhle. So. Erst dann betreten werden, wenn die Top 4 besiegt wurden. Und in der dritten Generation, wenn man Celio den Rubin oder Saphir gegeben hat. Also wo kriegt man denn Rubin oder sind denn welche Pokémon Rubin und Saphir eingegeben? Und wo kriege ich das? Beim Glutberg. Okay. Gut. Haben wir dann Rubin? Doch, haben wir da, ne? Na gut, und fliege ich mal zu Island 1. Beziehungsweise wir pummeln da mal einfach hin. Von hier aus kommen wir nochmal dahin, ne? Wie kam ich jetzt immer nach Island 1? Von Urania City? Ich bin so mega verwirrt gerade. Ich speed das Ganze mal, aber eigentlich wollte ich heute mit euch die ganze Azuria-Höhle machen. Das bringt uns herzlich wenig, wenn wir irgendwie Island 1. Celio. Ja,
Ja, wie geht's dir? Ja, ich muss dein Netzwerk. Ja, wenn ich fertig bin, sollst du der erste sein, der das Netzwerk benutzt. Ja. Okay. Und beim Glutberg soll es diesen Rubin geben. Gut, dann schauen wir uns das nochmal an. Glutberg war ja genau hier. So, ich speed das Ganze mal so wenig. Weil, wie schon bereits gesagt, eigentlich... Das ist die Glutherme. So. Der Glutberg. Was ist das denn hier? Hallo? Team Rocket? Team Rocket? Ernsthaft? Quatsch. So, ab in den Glutberg rein. Hallo? Ich will nicht stören, aber ich suche einen Rubin oder Saphir oder so ist eine Art. Achso. Ich bin etwas verwirrt. Nein. Nein. Da sind wir rausgekommen. Ich bin verwirrt, hä? Blablabla. Da. Da, Pokémon Feuerrot, Azuri-Höhle. Bis ich komme noch nicht in die Azuri und wegen dem doofen Typen braucht dringend. Vielleicht braucht man vorher noch die nationalen Pokédex, welche man bekommt, wenn man 60 verschiedene Pokémon gefangen hat. Ach du Schande, okay, wir müssen 60 Pokémon haben, wenn wir da reingehen wollen. Wir haben nur 25 gefangene Pokémon. Das ist natürlich ein bisschen schade. Leute, ich würde dann einfach mal sagen, ich beende dann die Challenge für heute, die Pokémon Challenge. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben die Top 4 gemacht. Weißt du was? Das ist ein blöder Endbildschirm hier. Warte mal. Flieg uns mal zur... Ich halt zur Island 3. Ich werde so doof hier. So. Leute, ich danke euch, dass ihr dabei gewesen seid. Das war's mit Pokémon Feuerrot in der Nuzlocke. Wir haben die Challenge geschafft. Wir haben den Liga-Champ besiegt. Es war, auch wenn wir einiges an Opfer zu beklagen haben, war es doch relativ einfach zu machen. Mag einfach auch daran liegen, dass wir randomized die Pokémon haben, wenn wir zum Beispiel mehr sowas wie Smogon etc. gehabt haben. Wäre es vielleicht schwieriger gewesen. Aber, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Challenge wieder. Ich weiß noch nicht, welche Version ich spiele und was für eine Challenge ich mache. Das ist für mich noch so. Es ist auf jeden Fall, dass ich um 15 Uhr nochmal wieder ein neues Pokémon-Spiel spielen werde. Ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen. Schmeißt einen Daumen ins Video nochmal. Denkt daran zu abonnieren. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns bei der nächsten Pokémon-Challenge wieder. Bis dahin. Cheerio.